Russische und belarussische Spione könnten dank der ungarischen Visa in die Schengen-Zone eindringen. Das befürchtet die Europäische Kommission. Die EU-Kommissarin für Inneres, Ylva Johansson, hat den ungarischen Innenminister Sándor Pintér um Klarstellung gebeten. Er soll erklären, wie sein Land verhindern will, dass das neue System der nationalen Karte nicht zur Umgehung von EU-Beschränkungen genutzt werden kann. Nach Angaben der ungarischen Regierung kann das Zwei-Jahres-Visum an ausländische Arbeitskräfte ausgestellt werden. Jetzt auch an belarussische und russische Staatsangehörige. Tehát Oroszországnak sokkal kevesebb, úgymond hagyományos kéme van Európában, mint a nagyléptékű háború előtt volt. Úgyhogy Oroszország kénytelen a kémkedés más formáira hagyatkozni, egyre inkább a más formákra hagyatkozni, tehát nem diplomatának álcázott kémek végeznék el ezt a feladatot, hanem mindenféle más fedésben, ideértve adott esetben akár a vendégmunkás fedést is. Thank you very much. Jossi. EU-Kommissarin Johansson sagte, wenn Budapest bis zum 19. August die Fragen nicht beantworte, werde Brüssel mit Konsequenzen reagieren.